Ich studiere Public Management im 6. Semester. Ich habe den Studiengang gewählt, weil ich schon immer gesagt habe, ich möchte das Soziale und aber auch die Wirtschaft verbinden und habe dann einen Studiengang gewählt, der diese verschiedenen Komponenten vereint. Der Studiengang ist, wie gesagt, betriebswirtschaftlich, also da ist BWL dabei, Volkswirtschaftslehre, aber auch Privatrecht, öffentliches Recht. Also man hat auch Jura mit drin, aber auch Soziologie und Sozialpsychologie, ebenso wie Englisch. Anfangs ist der Studiengang nur rein mit Vorlesungen bestückt. Zusätzlich werden Tutorien angeboten. Das ist so eine Art Übungsstunde, wo dann das Vermittelte von der Vorlesung nochmal geübt wird. Später wird es dann auch so, dass man Gruppenarbeiten hat, beispielsweise Hausarbeiten oder Projekte gemeinschaftlich. Generell ist der Studiengang sehr verbunden. Die Studierenden halten immer zusammen und werden dann auch, wenn du Probleme hast, kannst du dann zu deinem Kommilitonen gehen, der erklärt dir das gerne. Es ist kein anonymer Studiengang. Das Ganze wird dann im 5. Semester mit dem Praktikum nochmal vertieft. Dort kannst du dir aussuchen, in welche Sparte du gehen möchtest und kannst bis zu einem halben Jahr in dieser Praktikumsstätte bleiben. Und dadurch wirst du halt direkt schon von den Mitarbeitern komplett in den Arbeitsablauf eingebunden und kannst sehen, ob dir das liegt und was dir liegt. Ab dem 6. Semester, beziehungsweise auch schon ab dem 5. kann man dann nochmal Schwerpunkte wählen. Diese Schwerpunkte sind Gesundheitswesen 1 und 2, Sportmanagement, Ver- und Entsorgung und Stadtmarketing. Public Management ist sehr frauenlastig. Es sind also wesentlich mehr Frauen, die diesen Bereich studieren, als Männer. Wir hatten in unserem Studiengang, waren wir insgesamt 20 Personen und hatten 3 Männer. Was ich nicht ganz berechtigt finde, weil das doch eine sehr interessante Berufssparte ist und somit auch für Männer sehr interessant ist, zumal man ja auch später in die freie Wirtschaft gehen kann mit diesem Studiengang. Also ich würde auf jeden Fall den Männern empfehlen, auch den Studiengang ein bisschen zu stürmen. Dadurch, dass Public Management so ein vielfältiger Studiengang ist, muss man nicht in einem Bereich besonders gut sein. Sagen, ich war in Mathe wunderbar in der Schule und deswegen kann ich das studieren oder ich war Mathe schlecht, deswegen geht's nicht. Das ist nicht der Fall, dadurch, weil es so vielfältig ist und man das mit beispielsweise den juristischen Fächern wunderbar ausgleichen kann. Es ist nicht so, dass es rein der Finanzsektor ist. Das hatte ich ja schon erwähnt. Public Management wird im 5. Semester spezialisiert auf beispielsweise Personalwesen oder halt eben Finanzen und Controlling. Und wenn ich sage, ich kann mit Zahlen nicht ganz so gut, dann nehme ich halt nicht Finanzen und Controlling. Das ist gar kein Problem. Und somit ist es sehr, sehr vielfältig. Man kann in der Schule einfach sagen, ich möchte halt gerne doch in diesen Sektor wechseln und mich interessiert es, dass es so vielfältig ist und ich so viele Sachen gleichzeitig machen kann, dann ist es genau das Richtige für dich.